Ja, der Fahrgast aufgrund von Bearbeiten kann also der Zug heute nicht im Schwelm halten. Fahrgäste nach Schwelmstein bitte hier eben auch bewahren aus und nutzen die Zuglinie S8 und S9. Ich wiederhole, aufgrund von Bearbeiten kann unser Zug heute nicht im Schwelm halten. Fahrgäste nach Schwelm steigern bitte im Oberbaumen aus und nutzen die Zuglinie S8 und S9. Nächste Halt ist Wuppertal Oberbaumen. Nächste Station, Wuppertal Oberbarmen. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn in Richtung Remscheid sowie zur Schwebebahn. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts.
Nächste Station, Schwelm. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn in Richtung Gevelsberg. Wie vorhin gesagt, der Halt Schwelm fällt aus, weil wir dort nicht halten können wegen Bauarbeiten. Nächste Station, Ennepetal. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Was mit Dortmund? Ich kann gerade ganz am Land mit Dortmund treffen, Alter. Scheiß, da ist immer Dortmund. Da muss man noch mal. Hast du deine Maske auch gestylt? Ich bin da unter den 15 Jahren, Alter. Und ich fühle mich im Film. Überleg mal, ich glaube, Alter, das ist ein bisschen schlimmer. Stressiger als 8 Stunden Arbeit, ey. Ohne Scheiß. Das ist ein Weg, ein Arbeitstag, du weißt du, ne? Vielleicht. Ja. Wenn er mir morgen sagt, ja, ich kann aufhören, dann morgen wahrscheinlich morgen nur von Seiten, heute in den Alter 50 Jahren, dann kann ich aufhören. Ja, das ist ein bisschen anders, das sind viele Teile, die ich habe. Weißt du, ich meine. Samstagmorgen. Ich habe Freitag frei. Dann fahren wir Samstagmorgen. Es wird frei Freitag. Was? Lass mich in Ruhe, Alter. Handy. Lass dann Freitagmorgen einfach fahren. Ruhe. Kannst du deine Augen machen?
aber schon weggefallen. Ich war auf das gleiche Tor. Nächste Station, Hagen Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Herdecke, Iserlohn und Siegen sowie zum Fernverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Fahrtrichtung links. Guck einfach gleich hier. Ich mach so. Hagen. Ist das der Bulle? Ja? Ja. Ey. Siehste. Ja. Vor allem siehste. Ja. Ich glaube, du siehst nichts. Ja, ist doch wahr. Ich sehe nichts. Ja, weil er wieder aufregt. Ja. Aber guck mal, wie man kam sofort, ist das ja. Super. Ja, ja, wie gesagt. Immer erst die Pisch schauen, wie man da ist, vorher nicht. Weil von Pendel, also von Schwerte, von Hunger nach Schwerte, ist auch eigentlich theoretisch 5 Minuten. Ja. Ja. Das ist aber unsere trotzdem da 3 Stunden festgehalten. Ja, stimmt. Ja, ist so. Ja. Ja. Das ist recht. Ich auch so unheimlich nette Tipps, wie Tina Ledi zum Beispiel. Ja. Stimmt, deshalb bin ich da.
Zurückhaltung. Und dann habe ich noch Kuchen gekauft. Zahn. Und die wegschmeißen. Alles, der meiste musste ich alles wegschmeißen. Musste ich wegschmeißen. Konnte ich nicht, sondern musste ich wegschmeißen. Außer meinen Kaffee, den durfte ich behalten. Weil hier waren zwar die Verkleidung nass, aber Gott sei Dank eingeschweißt. Ja. Dann habe ich mir ein tolles Brot geholt. Der war auch kritisch nass. Ja, und hier die Tasche, wenn die nass wird, die hält ja die Feuchtigkeit nicht weg. Die zieht ja schön ein. Ja. Und wie gesagt, wenn du dann noch so Spacken hast, die dann sagen, dass du alles jetzt machen könnt. Ja. Ja. Ja, weißt du, was war eigentlich? Meine Frau mit ganz kleinen Kindern, die haben auch draußen gestanden. Und in der Halle war schon überfüllt. Ja. Und dann standen die auch noch auf Abstand in Holland. Ich habe mich nicht weggetraut, weil ich ja in Düsseldorf schon mitgekriegt habe, dass sie da angeblich verspielt und der war ja schon da. Ich habe es nicht gemacht.
auch schon angesetzt, alles. Die Lampen fiel mir auf, das stimmt ja gar nicht. Ja, wie gesagt, wenn ich dann da mal meinen Oma falle, ja, dann will einer gut sagen, ja, wir haben nicht zu viel nicht. Selbst schuld. Und manche uns das nicht gesagt. Ja. Nächste Station, Witten Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Bochum und Essen sowie zur Stadtbahn. Ich gehe mal davon aus, er geht nach seiner Mutter und nimmt sie eigentlich mit. Das geht schon nicht aus. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das liegt ja auch kein Wert drauf, ganz ehrlich. Nee, das liegt ja kein Wert drauf. Weil er hat eine nette Mutter, kein Thema. Aber weißt du, ich hasse so Menschen, die Unterschiede machen. Ne? Ja. Sobald du quasi dich umdrehst, ist das allerletzte überhaupt nicht sowieso. Ja. Und jeder, der anwesend ist, natürlich der Beste. Alle anderen, die nicht anwesend sind, die werden dann erstmal beleidigt. Und dann sind auch da sitzt die Ex-Frau und die Ex sitzt da, weißt du, und dann wird über die Ex-Frau gesprochen. Das ist das einzige Thema auf dem Ex-Mann. Ne? Ja. Ich freue mich, dass du da als Partnerin da sitzt. Ja. Darüber informiert ist, was die Ex gesagt hat. Ja. Ja. Und vor allem, ich habe immer das Gefühl, Kinder nicht an den Spaß haben. Das habe ich auch schon über 30 Jahre so. Und ich habe mir einfach mal gesagt, ich gehe nirgendwo hin, wenn ich nicht eingeladen werde. Ja. Rechnet mittlerweile damit, dass der kommt, fertig. Ja. Damit ich gefragt habe, hast du Zeit dafür? Ja. Ja. Du hast natürlich dazu mal. Habe ich nicht. Und ich bin auch ganz ehrlich, jedes Mal, ich da sitze, ich könnte so plötzlich. Mein Chef. Sie haben beide Demenz, also schleichend. Und sie ist mit ihm völlig überfordert. Ja. Er macht einfach irgendwelche bisschen Sachen. Und sie ist ja auch jetzt schon die Beziehung 80. Ja. Ja. Und. Ja, jetzt bei Corona will ich das sowieso nicht. Nein, aber was mich ja so wirklich ehrlich gesagt auf die Teile bringt, das hat ja der Bruder von Michael das übernommen. Mhm. Die Betreuung von ihm. Und sie ist ja völlig vertreibt. Also wirklich. Nicht von sie sein, das weiß ich nicht, aber andere Mutter. Und. Das heißt so zu meinem Sohn, ich sage immer, sie will das denn nicht. Das Schlechteste, was man hört, dass sie Hilfe brauchen. Ja, die will doch nicht. Ich sage immer, das ist keine Frage mehr des Wollens. Ich bin manchmal unbedingt getan. Weil wenn er da
Feuer macht oder sonst irgendwas, sagt, ja. Irgendwann wird die gar nicht mehr leer gehen können. Ja. Weil sie ja selber auch schon so alt ist. Ja. Aber wie gesagt, man guckt da elegant hin. Das kann man besonders gut. Also in meiner Familie sowieso ist dafür bekannt, wegzukommen. Ja, man jammert nicht, man beschwert sich nicht. Man nimmt alles so hin, wie es ist. Fertig. Wird sie nicht gewährt? Es sei denn, es kommt die Bühne auf ein Jahr, der man dann so quasi sagt, wie schlecht angeht. Ich sage dann, was man machen könnte. Ja? Nein. Aber wenn ich sage, ich nehme es nicht an, und dann läuft es scheiße. Das ist doch gleich gesagt. Wenn es gut läuft, machen wir das. Wir aber froh, dass wir.